In diesem Video nur mal ganz kurz gezeigt, wie man bei dem T4 vor der Modellpflege mit der etwas kantigeren Stoßstange und dem kurzen Vorderwagen die Stoßstange abbaut. Also was man zuerst machen muss, ist das Kennzeichen abnehmen, weil hier hinter dem Kennzeichen sind da sind Schrauben, die die Stoßstange festhalten. Und normalerweise ist ja das Kennzeichen mit so einem Halter festgemacht. Und ja, den muss man quasi erstmal abschrauben. Ja, und wenn man das ab hat, dann kommen hier zwei Schrauben zum Vorschein. Ja, hier war offenbar schon mal im Laufe der Jahre jemand dran, weil das sind zwei verschiedene. Ich weiß nicht, wie die im Original da aussehen. Wenn ich mich recht erinnere, sind das hier eigentlich die Originalen. Aber wer weiß, hier ist auf jeden Fall schon mal mit einer Unterlegscheibe gearbeitet worden, weil da die Stoßstange selber, der Kunststoff darunter gebrochen ist. Ja, naja, die muss man jetzt da rausdrehen und dann hat man es schon fast geschafft. Wenn man so lange festsitzende Schrauben hat, kann ich immer sehr empfehlen, damit man die nicht abreißt, dass man so, bevor man sie rausschraubt, erstmal versucht, ein bisschen rinzuschrauben. Klingt erstmal absurd, aber das kann tatsächlich ein bisschen was lösen. Und die zweite. Die Stoßstange ist tatsächlich, diese Art der Stoßstange ist tatsächlich nicht mit vielen Sachen festgemacht. Also hier ist jetzt so ein Halter. Den kann man theoretisch zerlegen, aber in dem Fall ist es ja nicht notwendig, weil man die Stoßstange, wenn das da vorne abgeschraubt ist, wie man hier sehen kann, ist sie mit nichts weiter festgemacht. Und dann kann man die quasi danach einfach nach vorne rausziehen. Probiere ich jetzt mal. Manchmal machen die Leute, damit es hier passt, hier oben noch irgendwelche Schrauben drin. Von daher da immer mal kicken, ob da nicht ein Mechaniker schon vorher mal dran war. Weil was oft passiert ist, ist, dass diese Halter hier, man sieht es ja auch, hier hat schon mal jemand versucht, da nachzuarbeiten, die sind halt auch nur so mit so einem Kunststoffschweißverfahren da original von VW so aufgebracht worden. Und die reißen gerne ab. Und was denn Mechaniker gerne machen, ist, dass die da, naja, wie gesagt, da irgendwo so eine selbstschneidende Metallschrauben drin machen, um das quasi wieder zu fixieren, damit man keine neue Stoßstange braucht, aber ist jetzt hier bei dem nicht zu sehen. So, das war's. Tata, da ist es. Also da sieht man nochmal die beiden Schraubenlöcher. Ne? Das ist jetzt hier die ganz einfache Variante. Erstes Modell, noch vor der Modellpflege. Einfach nur links und rechts gesteckt und dann quasi in der Mitte verschraubt. Also dafür braucht man wirklich keine Angst haben. Und hier kann man sich jetzt nochmal diese Halter angucken. Also die gibt es zum Glück auch noch für ein Apfel und ein Ei zu kaufen, wenn die hier, also das ist halt Kunststoff, ne? Und hier sind so eine Plastikpins drin, die kann man quasi so raustreiben. Also quasi einfach hier mit dem Hammer und mit einem Dorn irgendwie draufschlagen. Und dann kommt quasi der ganze Träger hier raus, falls der zerbrochen sein sollte. Ne? Und genau, halt hier genauso. Und wie man hier schon sieht, sind hier zwei verschiedene verbaut. Ein bisschen dunkel, aber der hier ist sozusagen die Variante, die mir maximal vertraut ist. Und die Variante hier, die sehe ich ehrlich gesagt gerade das erste Mal. Aber die machen im Grunde genommen, machen die ja das beide das gleiche. Es könnte sein, dass die Variante, die hier vorne ist, hier links, dass das ist, die man eigentlich für hinten verwendet. Weil man, wenn man hier sieht, wie breit hier die Auflagefläche ist und wie breit es ist, wo man das da drin schiebt, dann sieht man ja, dass das insgesamt da deutlich besser passt. Aber having said that, hier oben sozusagen, da ist hier ist ja quasi eine Ecke von hinten, da ist es ja auch relativ breit. Aber ich meine, das ist nicht so breit wie eben wie vorne. Von daher würde ich mal vermuten, dass das dass da mal einer angebaut wurde, der von hinten kam. Ja, also ist auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen kompatibel, wenn noch nicht hundertprozentig. Ah ja, hier sieht man es ja nochmal von hinten. Ne?
Also hinten sind auf jeden Fall diese schmäleren dran. Naja, wie gesagt, die kosten Apple und Ei, die kann man sich nachkaufen. Die brechen, wie gesagt, gerne mal ab, wenn man irgendwo an einen, eine Laterne ranfährt oder an einen Baum oder irgendjemand anders einen Park gerempelt hat oder hoffentlich man nicht selber jemanden Park gerempelt hat, ja. Aber wie gesagt, das ist hier Variante 1 und wenn ich mal irgendwann die anderen Varianten abbauen muss, dann mache ich dazu auch noch Videos.